Und hier kommt ein kleiner Tipp zu Resident Evil Village. Und zwar wollte ich ein Kugellabyrinth starten. Dafür fehlte mir aber die Kugel Sonne und Mond. Diese habe ich jetzt hier gefunden. Und zwar im Garten. Ihr seht mich direkt am richtigen Punkt stehen. Da oben ist das Kugellabyrinth. Und da werde ich jetzt gleich hingehen und das auch direkt einsetzen, die Kugel. Vorher dann in dem Schloss war das leichter. Hier muss man schon ein bisschen suchen. Und da kommt jetzt die. Ne. Und schon geht's los. Ah. Und als Belohnung erhaltet ihr einen Onyx-Schädel, den ihr nachher dann schön verkaufen könnt. So, und damit ist das kurze Video auch schon vorbei.